Hallo, meine Damen und Herren, und zurück im Tower. Wir haben das letzte Mal die binäre Datenübertragung im Tower angeschaut und heute schauen wir den Fahrstuhl an. Wir müssen ja wissen, wie die Leute von oben nach unten kommen. Es ist ganz einfach. Wir haben vier Fahrstühle, zwei links, zwei rechts. Die zwei sind gekoppelt miteinander, wie die zwei, beziehungsweise die Ruffunktion ist gekoppelt. Wenn wir hier drücken, ja, die sind halt recht weit weg. Es dauert einen Moment, setzen sich die Fahrstühle in Bewegung und sie kommen nach unten oder von unten nach oben und fahren jeweils immer nur eine Etage. Man, ja, ist vielleicht, ja, man drückt sich schon ein bisschen dumm und dämlich, bis der Fahrstuhl oben ist. Wenn der Fahrstuhl angekommen ist, wie hier, kann man ihn betreten. Und mit dem oberen geht es nach hoch und mit dem unteren geht es nach unten. Man kann einen Notenblock antippen. Zack. Dauert einen Moment. Und der Fahrstuhl setzt sich in Bewegung. Fährt eine Etage. Wenn ich noch eine Etage weiterfahren will, dann einfach nochmal drücken. Dann fährt er eine Etage weiter. Das Ganze nach oben natürlich auch. Der Fahrstuhl war relativ knifflig. Ich habe im Labor habe ich einen Versuchsaufbau vom Fahrstuhl bzw. das Element, das hier drinnen ist, einmal rausprobiert. Da steht es da hinten. So, sind wir hier. Es hat schon relativ viel Zeit und Nerven gekostet, diesen Fahrstuhl zu entwickeln. Und das Entscheidende hier ist eindeutig die Größe, dass wir diese Funktionen alle auf engstem Raum hinkriegen und nicht. Ich meine, es ist keine Kunst, ein Multifloor-Lift zu bauen, der irgendwie größer ist als der Tower oder weiß Gott nicht was, mit jeder Etage eine Ruffunktion und dies und das. Aber wir haben ja im Tower relativ begrenzte Verhältnisse und wir haben einen Fahrstuhl darin, der auskommt mit dieser Blockzahl. Also wir zählen kurz. 2, 4, 6. Und der siebte ist der Ruffunktion. Und der Fahrstuhl nebenan kann mit derselben Ruffunktion leben. Also wir können mit den weiteren Fahrstuhl einen Block sparen. Aber für einen einzelnen Fahrstuhl brauchen wir 7 in der Breite. Und wenn wir diesen Bereich hier zuzählen für die Türtechnik, dann brauchen wir 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 Blöcke in die Tiefe. Und das ist relativ kompakt für das, was er alles kann. Ich glaube, habe ich hier einen Fahrstuhl drin? Nein, aber egal. Ich zeige es jetzt einfach im Trocknen und dann ist es gut. Wir haben hier eine Ruffunktion mit einem kleinen Timer. Das heißt, der ist nur dafür da, dass man nicht spammen kann, oder? Nicht, dass ich da 50 Mal den Knopf drücken kann und das dem Fahrstuhl kollabiert. Dann die Ruffunktion geht hier hinten rein in diese Observer. Der schickt dann das Signal hier hoch und runter und ruft den entsprechenden Fahrstuhl. Also beziehungsweise auf jeder Etage wird der Fahrstuhl gestartet. Und da wo er halt dann ist, dann reagiert der Fahrstuhl. Die anderen Etagen, die machen einfach die Bewegung. Und er kommt dann, er fährt halt nicht los, weil er da nicht ist auf dieser Etage. Er ist halt auf einer Etage und dann fährt er halt los. Dann, wenn er dann auf der Etage ist, wo er sein soll, hier ist jetzt ein bisschen doof, oder? Weil kein Fahrstuhl drin ist, reagiert es halt ganz anders. Aber noch kurz erklärt, wenn er dann hier auf der Etage ankommt, dann reagiert dieser Observer da, öffnet die Türen. Ganz einfach, oder? Er öffnet einfach die Türen, oder? Und gibt ein Signal hier rüber, nach einmal nach unten in die untere Etage und einmal nach oben in die obere Etage, hier blau markiert, um zu signalisieren, hey, yo, mein Fahrstuhl ist hier, fahr unten den Kolben hier aus, dass er bei der richtigen Etage dann stoppen kann. Das ist die ganze Kunst.
Und so wird gewährleistet, dass er, egal wo er ist, immer einfach eine Etage hoch und eine Etage runterfahren kann. Und wenn er dann ankommt, wird das Ganze resettet und neu eingerichtet, dass halt dann die jeweils nächste Etage gefragt werden kann. So. Ich habe ein Baututorial zum Fahrstuhl gemacht, ist ganz weit unten in der Playlist. Ihr müsst mal schauen, ist ein Fünfteiler, Block für Block. Da könnt ihr es nachbauen und selbst erleben, wie das funktioniert. Hier am Fahrstuhl hat es ein paar Tricks. Ich habe sehr viel mit Observern gearbeitet und mit Eisenfalltüren, weil hier kann man die Richtung wechseln. Ich habe auch hier, ja, das ist ein eher früheres Modell, muss ich jetzt gerade gestehen, oder? Habe ich den aktuellen auch noch hier unten? Muss mal schauen, ob ich den gerade finde. So auf die Schnelle. Ja, ist ein bisschen doof, wenn die Chunks so langsam laden. So, hier, das 4 gewinnt. Da komme ich auch noch zu. Ah, hier ist das aktuelle Modell. Genau. So. Ja, hier fehlt halt die Türsteuerung und so, aber halb so wild. Egal. Aber wir sehen hier, wir haben hier Redstone, wir haben hier Beobachter, wir haben hier Verstärker, wir haben hier Detektor-Rails, wir haben hier Trichter für die Signalerkennung. Das ist noch recht witzig. Man kann so von verschiedenen Observer Signale zusammenleiten. Wir können ja theoretisch, man kann ja auch sagen, hey, leg doch einfach einen Redstone drauf. Ja, cool. Und dann habe ich hier einen Redstone und da einen Redstone und dann bepowert es beide und dann gibt es eine Endlosschlaufe, weil der eine führt nach oben, der andere nach unten. Trichter kann man nebeneinander hinsetzen. Trichter sind super für das. Wir haben hier Detektor-Rails, einfach für die Umlenkung, die Signalübertragung. Hier, wenn der. Ja, genau. Hier fällt die Hälfte. Wenn er ausgelöst wird, gibt es hier ein Signal rauf. Der eine schickt es nach oben, der andere nach unten und ruft so den Fahrstuhl. Ich würde sagen, es ist relativ jetzt zu komplex, um jede einzelne Kolben zu erklären, wieso, was macht er und was macht er nicht und dies und das. Schaut euch das Bauvideo an, baut ihn nach und dann erlebt ihr ihn, wie er funktioniert. Zum Beispiel dieser Kolben blockiert durch das Rufen des Fahrstuhls oder das Losfahren des Fahrstuhls blockiert der alle Rufknöpfe im Haus, oder? Man kann rufen, was man will. Dieser Kolben ist blockiert. So, dass man einfach, wenn jetzt zwei Spieler gleichzeitig oder denselben Fahrstuhl rufen wollen, damit halt der eine ihn rufen kann und der andere wird halt blockiert. Es hat, also, wie sagt man, es ist nicht umsonst so komplex, oder? Wir können nochmal zählen, wie viel das eigentlich ist. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 13 bis zur Wand. Und dann braucht es hier noch für die Türtechnik braucht es noch zwei Blöcke. Und wir haben in der Breite haben wir 2, 4, 6. Und dann funktioniert der Fahrstuhl. Also, ich glaube nicht, dass man einen Fahrstuhl kompakter hinkriegt. Mit derselben Funktion, man kann mehrere Etagen anfahren und man kann ihn rufen und weiß gerade nicht was. Was noch wichtig zu beachten ist, wenn man ihn nachbaut, man kann ihn in die Länge ziehen. Das ist relativ egal, wie weit die Etagen auseinander sind. Es gibt nur einen Mindestabstand, der muss eingehalten werden. Das sind die 8 Blöcke. Sonst wird es einfach hier drin. Ist der Platz nicht gewährleistet mit der ganzen Technik. Auseinanderziehen kann man ihn. Man kann auch 20 Blöcke überbrücken oder eine Etage weglassen. Funktioniert tipptopp. Das Signal geht. Aber man kann ihn nicht zu eng aufeinander. Die 8 Blöcke sind das höchste der Gefühle. Sonst muss man ihn in die Breite ziehen. Aber ich wollte da für den Tower
eine Lösung haben, wo platzsparend ist. Wir haben im Tower den Luxus, wir haben 4 Fahrstühle. Da dauert wieder ein bisschen, bis es geladen ist. So. Man hätte auch einen einzelnen Fahrstuhl machen können. Aber ich meine, so in einem Hochhaus, da hat es immer mehrere Fahrstühle. Und es sieht schon fetziger aus, wenn einfach 4 davon vorhanden sind und alle 4 funktionieren, oder? Und jeder funktioniert ja autonom. Also da heißt, man kann 4 Spieler können, einer benutzt den, fährt hoch, der andere benutzt den, fährt runter, der andere benutzt den und macht hin und her und der steht drin und macht gar nichts und alle machen das, was sie tun sollen und keiner ist vom anderen abhängig. Bis auf die Kleinigkeit, dass die Ruffunktion geteilt wird von immer 2 Fahrstühlen. So. Damit die Leute von oben nach unten kommen, haben wir noch ein Treppenhaus. Das gehört zum Fahrstuhl. Wir haben hier einen Türschließer eingebaut. Wenn man die Tür öffnet, schlägt sie automatisch zu. Man kann reintreten, Tür geht zu. Und das ganze Treppenhaus geht von ganz unten bis ganz nach oben, auch ganz aufs Dach. Der Fahrstuhl fährt halt nur in die 20. Etage, aber aufs Dach selbst nicht. Dann hat man noch das Treppenhaus, um die letzten Meter zu machen. Wir haben im Treppenhaus den Alarm eingebaut. In jeder Etage hat es einen Alarmknopf. Einer ist hier, einer ist hier. Wir können den mal drücken. Und jetzt geht das Signal auf die Reise. Jetzt haben wir den gedrückt. Das geht einmal ganz nach oben. Wir setzen noch kurz hier die Scheibe wieder ein. Nicht so, dass es dann, dass ich es später vergesse und dann fehlt hier die Scheibe. Wäre ein bisschen doof. Warte mal. Augenblick. So. Das Signal ist relativ langsam. Jetzt kommt der Alarm. Dün, dün, dün. Ist ganz simpel. Wir gehen ganz nach oben. Es ist nicht so laut und penetrant, einfach relativ schlicht. Aber man hört ihn, durch dass er so über alle Etagen funktioniert, im kompletten Tower. Eigentlich ganz simpel. Hier hat es einfach ein T-Flip-Flop. Nein, ist nur ein Flip-Flop. Entschuldigung. Haben wir einen Flip-Flop. Durch das Drücken des Alarmknopfes fährt der Kolben aus. Und die Uhr, also die kleine Glocke hier, startet und macht immer Bing, 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 Bing. Und im Kontrollraum kann man den auch ausschalten. Er ist binär gesteuert. Hatten wir das letzte Mal. Hier ist der Dekodierer für den Alarm. Hier ist es 111101 und dann kann man den Alarm ausschalten. Gehen wir husch in den Kontrollraum. Wenn wir ihn gleich finden. Ah, ist schon mühsam. Wenn so viele Sachen gleichzeitig laufen, laggt es sehr. Augenblick. 15. Jetzt richtig gelesen. Warte, noch einer. So, hier ist der Kontrollraum. Und der Alarm ist hier. Feueralarm ausschalten. Ausschalten. Der Alarm ist auch im Feuerwehrquartier. Dort, wo die Firefighter sind, ist auch untergebracht. Jetzt gehen wir nach ganz oben, um zu schauen. Ja, es hat schon reagiert. So, einfach noch kurz für euch. So, und der Kolben ist wieder auf der anderen Seite, also der Block. Super. Und für den nächsten Alarm ist wieder alles bereit. So, ich würde sagen, machen Sie ja nicht zu wild. Wir haben jetzt gesehen, den Fahrstuhl, das Treppenhaus, den Türschließer. Ach ja, komm, wir schauen noch den Türschließer kurz im Detail an. Es ist so simpel, wie er noch sein kann. Hier ist die Tür. Wenn ich sie aufmache, erkennt das den Observer. Der schickt ein Signal hier runter, schiebt den Kolben einmal weiter rüber, macht ein Blinksignal auf diese zwei, also diese drei
Verstärker, verzögert das Signal und dieser Beobachter schickt einmal ein kurzes Signal auf diesen Block, der triggert die Tür, dann macht es einmal zack zack und dann geht es wieder zu. Halt, die Tür geht ja dann, ist ja jetzt offen im gespannten Zustand und der andere, ich zeige es mal so, dann seht ihr es. So, blink und jetzt würde sie zufallen, wenn die Tür, wenn der Block hier wäre. Aber jetzt habe ich ja kurz den Block weggenommen, jetzt wird die Tür nicht getriggert. Machen wir wieder hin. Und jetzt, wenn wir die Tür zuschlagen, macht es auch einmal. Ah ja, genau, jetzt nicht wegen dem Kolben. Das ist eben der Trick daran, oder? Weil der wird ja nur bei jedem zweiten Mal getriggert, oder? Einmal, immer nur beim Aufgehen macht er seine Sache. Das ist ja der Witz daran. Macht so. Und schließt ihn wieder. Ach, kann ich es irgendwie zeigen? Bin ich genug schnell? Nein, ich bin zu langsam. So. Gut. Ich würde meinen, wir haben es gesehen. Gönnen wir uns noch eine Wasserflasche. Und würde sagen, danke und bis zum nächsten Mal, wenn wir das nächste Element im Tower anschauen. Ich würde sagen, wir machen ganz unten. Im Untergeschoss machen wir die einzelnen Sachen durch, bis wir ganz oben sind. Jetzt haben wir gesehen das Treppenhaus, die Lifte, das IMS, die binäre Datenübertragung. Ich würde meinen, jetzt können wir auf die einzelnen Etagen eingehen. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.